Auch wenn ich nur Luft für 600 bis 800 habe, glaub mir, diese 600 bis 800 werden gespürt. Und dann haben die sich auch gemeldet und dachten, naja, bist du ready? Ich hab direkt zugesagt. Wäre das schon im Millionenbereich gewesen von der Gage her? So, meine Lieben, dann kommen wir zum nächsten Vlog von mir. Ja, nach einer Woche Pause sind wir wieder für euch da. Und heute geht's auf zum Laufen. Und danach später seid ihr auch beim Training dabei. Ich will mal sagen, auf geht's. Und ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Wenigstens scheint die Sonne heute. Let's go. Jetzt sind wir hier auf dem Platz. Heute geht's um auf zum Lauftraining. Wir sind jetzt hier gerade im Fellbad. Heute steht Laufen an. Hier. Meine Getränkebox auch immer am Start. Wetter ist heute wieder warm. Wir haben einen Spätsommer. Heute steht knapp 30 Grad an. Aber nichtsdestotrotz, wir sind motiviert, wir haben Bock zu laufen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, unten links ist AG-Kamera. Ja, da kann man schlafen. Der kam bei in Monaco, Monte Carlo Casino gegen David Cesaro. Das ist 2017, Abi. Das ist 5 Jahre, fast 6 Jahre jetzt her. November dieses Jahr 6 Jahre her. Da war ich 25 Jahre alt, überleg mal. War schon so ein kleiner Pisser. Gleich schön Espresso gönnen, das Wetter genießen. Heute geht's auch zum Friseur. Aber heute nehmen wir euch nur mit zum Training. Ihr seid heute quasi heute Morgen dabei. Ein bisschen beim Lauftraining und heute Abend nehmen wir euch auch mit. Ich wollte euch das nicht sagen, meine Fußballkarriere hat begonnen. Ich mache nur noch Fußballtraining. Ja, scheiße. YouTuber, ja, Mann. Zwei. Wir haben knapp 7,5 Kilometer jetzt. Wir sind mal 1 Kilometer zurück, dann haben wir knapp 8 voll. Es ist heiß, es ist warm. Es ist sehr warm, Bruder. Und wie ist es auf der Hand? Bruder, richtig entspannt. Maximum, ne? Maximum. Berg auf Berg hoch, Alter. Herzlich willkommen. Man merkt es schon, dass wir das für Freitag haben. Beine sind kaputt. Und wie war die Woche denn bis jetzt so? War anstrengend, war sehr anstrengend. Merkst du in der Vorbereitung, ist Vorbereitung beschissen. Ja. Nachts kannst du nicht schlafen, morgens kannst du nicht aufstehen. Aber egal, musst du durch. Wir fliegen heute Abend, also heute Morgen besser gesagt, morgen früh los nach London. Samstag, wir sind auf den Kampf von AJ gegen Robert Helenius. Wir wurden vom Matchroom Boxing eingeladen. Ja, gucken uns das ganze Spektakel mal an. Ne? Also wenn ihr den Vlog seht, dann ist AG schon noch in London ich bin wieder schon wieder da. Wir hätten euch gerne mitgenommen, aber wir haben einfach keinen Presseausweis bekommen für den lieben Herrn. Das heißt, wir haben nicht bekommen, wir haben nicht nachgefragt. Wir wollten doch nicht unhöflich sein und sagen, ey, wir haben jetzt 2-3 Karten von denen bekommen, wurden vom Matchroom eingeladen. Dann kommen wir direkt mit einer Kamera an. Muss sie sein, weißt du? Erstmal hingehen, connecten, vielleicht in der Zukunft können die großen Kämpfe kommen. Ne? Also, und dann sind wir auf jeden Fall mit der Kamera dabei. Ja, hoffen wir. Also wir geben Gas. Also wir arbeiten für die großen Kämpfe sehr, sehr hart, wie ihr seht. Ne? Also bei uns ist jetzt nicht nur, wir drehen jetzt nicht nur für euch, dass wir hart trainieren, sondern wir geben ihm wirklich Gas. Ne? Also die ganze Woche war anstrengend, davor die Woche war anstrengend, wir geben die ganze Zeit Gas. Und ich hoffe, dass ich euch mal jetzt bald einen Company-Termin nennen kann. Ne? Ja, ich glaube schon, dass es in den nächsten Wochen passiert. Auf geht's, ne? Die zweiten Einheit. Wo warst du so lange? Ich war beim Friseur, ich habe geschlafen. Heute wart ihr nicht mehr dabei, also so ein Tagesablauf. Heute haben wir gekommen, wir nehmen euch einfach nur mit ins Training. Man muss auch ehrlich gestehen, der liebe Jan hat auch ein bisschen was zu tun gehabt. Deswegen. Ja, und Jan, aber egal. Heute machen wir daraus nur einen Trainingsblock. Wir haben jetzt 30 Grad und diesen Wetterunterschied merkt man sofort. Ja, safe. Du hast auf jeden Fall schon eine Bandage an. Ja, die Bandagen habe ich gerade mit dem Tape bekommen, neu. Weil meine sind im wirklichen Arsch. Ja, benutzt man die jetzt mehrmals, oder? Die? Ja, den kannst du jetzt. Du benutzt man eigentlich in der Theorie vier Wochen. Dann wieder neue, weißt du? Heute locker ist aufwärmen, ganz locker nur. Ja, dann wirklich die ganze Woche war sehr hart gewesen. Ich merke es noch. Auslaufen, schön warm werden. Dann machen wir, ich glaube, Pratzen, 4 Runden, 2 Runden Sandsack. Dann schön lockern. Finito. Geile Handschuhe.
Hast du neue Handschuhe? Was heißt denn neue Handschuhe? Damit hat mein letzter Gegner geboxt, der Agron. Wir merken jetzt den Unterschied. Ich hatte einfach keine Rosserhaare. Und das ist halt Rosser, das merkst du. Ne? Hier spürst du alles durch. Bei mir war wirklich sehr, sehr krass gepoltert. Es sind wirklich schon Handschuh zu Handschuh Weltenunterschied. Und wir hatten Clatorays zwar, aber es waren keine Mexican-Style. Weil das ist nochmal was ganz anderes. Die sind wirklich sehr, 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 sehr gut. Die liegen mir auch sehr gut. Also in der Hand passen die sehr, sehr gut. Und das merke ich auch beim Training. Weißt du, wenn ich zuschlage, habe ich besser ein Gefühl. So, Bruder, du fliegst ja morgen nach London. Da ging jetzt auf jeden Fall die letzten Tage noch ein bisschen was durch die Presse. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, wir waren ja, also ich habe ja darüber berichtet gehabt, dass ich in einer engen Auswahl war, gegen das gegen Anthony Joshua boxen sollte. Eigentlich schon alles fest war von Eddie Hearn seiner Seite, dann doch Dillian White dran kam. Ja, und dann wurde Dillian White halt knapp 10 Tage vor dem Kampf positiv auf Doping getestet. Und dann haben sie sich doch gemeldet und dachten, ey, Agi, bist du ready? Ich habe direkt zugesagt. Ich hatte halt ein, zwei Wochen war ich im Training gewesen, in der Vorbereitung. Aber nichtsdestotrotz, so eine große Chance muss man nutzen. Und ich hätte mir das dann wirklich zugetraut. Weil, wie gesagt, bei so einem Kampf gehst du mit einer anderen Motivation rein. Also wir waren, wie gesagt, in einer engeren Auswahl. Es waren mehrere Gegner geplant gewesen für den jetzigen Kampf. Also jetzt, wo die Doping-Geschichte rauskam. Und ja, die haben sich dann halt für Robert Hellenius entschieden. Und ja, das muss man respektieren. Weißt du, ich meine, so am Ende des Tages so, wir haben zugesagt. Wir haben das gemacht, was hier in unserer Macht stand. Wir haben direkt zugesagt, wo der Anruf kam. Aber wie gesagt, weiter geht's. Gas geben und wir sind auf dem richtigen Weg, weißt du? Wie gesagt, wir sind jetzt morgen in London, sind nichtsdestotrotz von Matchroom Boxing eingeladen, von Eddie Hearn und werden morgen vor Ort sein und das ganze Spektakel vor Ort mitbegleiten. Aber leider, wie gesagt, habe ich heute schon morgen beim Training gesagt, leider ohne die Kamera. Aber wie gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg, wir gehen weiter in Gas und Angriff. Oder jetzt eine unangenehme Frage, interessiert aber viele Leute. Wäre das schon im Millionenbereich gewesen von der Gage her? Ja, das wäre schon im Millionenbereich gewesen. Das wäre ehrlich schon im Millionenbereich gewesen, weil in dieser Liga geht es schon wirklich um, reden wir schon über sieben, also siebenstellig. Das wäre wirklich eine Riesenbörse gewesen, bis dato war meine größte. Ne? Herr AJ, wir wären bereit gewesen. Wir hätten AJ an dem Tag wirklich das Leben zur Hölle gemacht. Also ich hätte ihm wirklich alles gegeben, auch wenn ich nur Luft für 600 bis 800 hätte. Aber glaubt mir, diese 600 bis 800 hätte er gespürt. Ich hätte eine Show gegeben, die es so noch nicht gegeben hätte. Das hat man im letzten Kampf gegeben, wenn wir wollen, können wir. Innere Schweine und, also wie gesagt, let's go. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, wie gerade eben schon erwähnt. Es ist halt auch irgendwo eine Anerkennung, wenn das Finanzielle stimmt. Und ja. Super. Let's go. Geil. Auf geht's. Fertig mit dem Training. Fertig mit der Welt. Ich bin auch wieder nach Hause. So, meine Lieben, da kommen wir auch schon zum Ende vom Vlog. Denkt dran, wenn der Vlog euch gefallen hat, gefällt mir drücken, fleißig kommentieren und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, abonnieren. Ich würde mal sagen, auf geht's, bis zum nächsten Mal. Peace, ich bin raus.